Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Das sind Forellenfrikadellen, schön goldbraun gebraten. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt im Video. Viel Spaß! Ja, wie ich euch gerade sagte, möchte ich mit euch heute Forellenfrikadellen machen. Und wie ihr gerade seht, seht ihr nichts, ist klar. Aber ich will euch ganz kurz vorstellen, was brauchen wir überhaupt dazu. Und zwar brauchen wir einmal unser Forellenfilet. Da habe ich die Gräten schon rausgemacht. Haut ist abgezogen von beiden Seiten. Ne? Also wunderschöne Forellenfilets. Dazu nehmen wir noch eine halbe Zwiebel, die wir gleich noch schälen und hacken. Kein Problem. Dann brauchen wir dazu noch Senf. Ein Ei brauchen wir dazu noch. Wir brauchen Salz. Und in meinem Fall nehme ich Dill. Ich finde, Dill passt immer gut zu Fisch. Man kann natürlich auch Petersilie nehmen. Ja, des Weiteren brauchen wir noch Paniermehl. Und natürlich schön frisch gemahlenen Pfeffer. Ihr könnt aber auch anderen Pfeffer nehmen, je nach Geschmack. Ja. Wir werden gleich schon die Zwiebel zerteilen und natürlich vernünftig klein hacken. Ja, ihr seht ja gerade, ich habe schon ein bisschen Fett in der Pfanne gemacht. Das lassen wir jetzt schön heiß werden und dann packen wir die gerade gehackten Zwiebeln dazu, bis die so eine schöne, braune Oberfläche so bekommen. So, ihr seht, das Fett ist jetzt schon ordentlich ordentlich heiß. Jetzt packen wir die Zwiebeln dazu. So, ihr seht jetzt, die haben eine schöne braune Oberfläche bekommen, die Zwiebeln. Das ist super so. Jetzt lassen wir die auskühlen und stellen die erstmal an die Seite. So, wie ihr seht, wir haben ja noch unser Forellenfilet hier. Das ist jetzt eine Portionsforelle. Ich meine so um die 400-500 Gramm hat die gehabt. Das ist jetzt davon übergeblieben. Ich bin jetzt nicht der Filetiermeister, aber ich denke, das ist ganz gut geworden. Und das müssen wir jetzt einfach schön zerkleinern. Da könnt ihr einen Mixer für nehmen. Also so ein Zerkleinerer, ne? Oder ihr könnt es auch mit einem schönen scharfen Messer eben selber machen. Sollte auch kein Problem sein. Und wenn wir das jetzt gleich zerkleinert haben, dann geht's weiter. So wie ihr jetzt sehen könnt, das ist das zerkleinerte Forellenfilet. So sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Ihr könnt es auch noch kleiner machen oder gröber, wie ihr es wollt, ist alles kein Thema. So, ihr könnt euch bestimmt noch erinnern an die Zwiebeln, die wir eben schon angebraten haben und dass die Farbe schön goldbraun geworden ist. Das habe ich euch ja eben gezeigt. Die mengen wir jetzt schon mal unter. Dann nehmen wir mal einen schönen ordentlichen, ich würde mal sagen, Esslöffel Senf dazu, also so wie es schon, das reicht schon. Erstmal drin stehen lassen. Dann nehmen wir noch unser Ei dazu. Auch erstmal rein da. So. Die Schale sollte natürlich nicht rein. So, in meinem Fall, wie gesagt, habe ich ja jetzt den Dill dazu. Und dann nehmen wir uns auch ein bisschen was raus. Das ist natürlich immer nach Geschmack, wie ihr es haben wollt. Mir reicht da so, auch mehr oder weniger so ein Esslöffel. So, das vermengen wir jetzt erstmal richtig. So, wenn wir die Masse jetzt schön durchgemengt haben, dann fangen wir auch schon an zu würzen. Und zwar, ein bisschen Pfeffer rein, vielleicht nicht zu viel, nicht zu wenig, müsst ihr dann ausprobieren, wie ihr es gerne mögt. Und Salz dazu, da mache ich auch nicht allzu viel. Das müsst ihr aber auch dann probieren, ich würde mal sagen, so ein halber Teelöffel Salz sollte da eigentlich schon mehr als genug sein. Kommt natürlich auf den Geschmack drauf an, wie ihr es gerne hättet.
Ja, jetzt fangen wir an mit dem Paniermehl. Da aber bitte nicht alles rein, sondern erstmal ein bisschen rühren. Und zwar kommt es ja da immer drauf an, wie saftig war jetzt das Forellenfilet oder ja, wie groß war das Ei. Das ist ja jetzt immer so die Frage. Es muss halt eine Masse ergeben, womit, oder dass ihr da vernünftige ja, Frikadellen ja, kneten könnt. Ja, die Masse sollte dann so ungefähr aussehen. Wir nehmen dann uns was raus und rollen uns quasi ja, eine Frikadelle, je nachdem wie ihr haben wollt, rund, platt oder so weiter. So, und wir machen das quasi so, dass wir hier schöne Frikadelle rausformen können. Ja, so sehen meine Frikadellen jetzt aus. Ich mag sie lieber klein als groß, aber das könnt, wie gesagt, ihr ja auch selber entscheiden. Ja, und so kommen die jetzt in eine Pfanne rein. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe mir gerade nochmal Bratfett in der Pfanne heiß gemacht. Und da kommen jetzt schon meine Frikadellen rein. Ich zeige die euch jetzt nochmal von innen. So würden die dann aussehen. Und die sehen auch wirklich verdammt lecker aus. Und schmecken tun sie auch. Und wenn euch mein Video gefallen hat, für diese richtig leckeren ja, Forellenfrikadellen, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Und ein Abo könnt ihr auch gerne da lassen. Und wie ihr eure Frikadellen macht, das könnt ihr ja bitte unten in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich nämlich freuen und die anderen auch, die es mitlesen. Ja, und ich sage einfach, bis zum nächsten Video. Ciao.